Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies. Mit mir, The Maxi. Da seht ihr euch an. Unsere kleinen Bärlis. Die lassen wir jetzt hier kurz allein. Kurz, schauen wir mal, wie lange. Um ins Ozeangebiet zu reisen. Dazu nutzen wir hier unseren voll süßen Roboter-Dinky. Okay. Das war jetzt Mist. Wo gehen wir hin? Ich gehe mal in den Norden. Wir reisen mal in den Norden vom Ozeangebiet. Das hat halt eine sehr weite Range hier, ne? Deshalb bin ich auch so weit aus der Base rausgegangen. Nicht, dass wir hier unsere Teddys mitnehmen. Das wäre, denke ich, nicht so praktisch. Wo ist eigentlich unser Roboter da gerade hin? Da oben. Der macht praktisch das Kraftfeld. Was uns dann teleportiert. Bam. Here we go! Und ich glaube, im Ozeangebiet auf den Inseln war es auch nicht so gefährlich. Perfekt, perfekt. Jetzt können wir uns hier erstmal ausziehen. Was ich jetzt noch machen wollte. Es hieß, die Ferox, die kann man auch mit Samen zähmen. Aber ich habe keine Ahnung, wo es die gibt, diese Species. Z waren es, glaube ich. Deshalb wollte ich hier mich mal durch die Pflanzen kurz wühlen. Aber ich habe jetzt noch keine. Wirklich. Hoppala. Oh. Habe ich den jetzt angezähmt? Entschuldigung. Wir sind jetzt auch nicht irgendwie, dass man hier spezielle Pflanzen sieht. Es war halt gerade Glück, dass der... Also Glück für ihn. Dass ich gerade die Mechos auch hinten drin hatte. Oh. Ha, coole Sache. Ja, lasst uns halt noch den Affe zähmen, während ich hier mal ein bisschen grabbel. Wenn ihr das natürlich wisst, wo diese Pflanzen sind, dann schreibt mir das gerne mal rein. Kann ja sein, dass wir die doch für den Ferox brauchen. Denn mit Element, das hat ja das letzte Mal nicht geklappt. Das ist ja relativ, also es ist nicht schief gegangen. Wird es jetzt gerade Nacht. Aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Normalerweise sollte man den mit Element zähmen. Aber der wollte kein Element von mir. Cool, der Affe geht relativ schnell. Das funktioniert hier super mit Füttern. Der hat relativ schnell wieder Hunger. Ich habe jetzt noch nicht einmal so einen Samen gesehen. Muss ich nochmal nachschauen, wo es die gibt. Die besonderen. Kann ich die? Moment. Ja. Ah, hier. Die kann man sogar kaufen. Y. Das ist jetzt Y. Okay. Ja, aber wenn es die hier zum Sammeln irgendwo gibt, dann will ich die mir nicht unbedingt kaufen. Das wäre Quatsch. Cool, gleich haben wir noch einen Affe. Nehmen wir den mit unter Wasser. Bleibt er da auf unserer Schulter? Bin mir gerade unsicher. Okay. Hat noch keinen Hunger wieder. Ich wollte eigentlich nur schnell hierher und sammeln und dann wieder zurück, aber jetzt habe ich den einmal angezähmt. Oder? Das wäre doch fies, den dann einfach hier zu lassen. Keine der Pflanzen hat irgendwie das, was ich möchte. Mal sehen. Irgendwie finden wir das schon noch. Zur Not, wir könnten es ja kaufen, aber wie gesagt, probieren wir es mal so. Okay, kleiner Affe. Schauen wir mal, ob er uns dann im Wasser folgt oder nicht. So, eigentlich... Ist er, da der uns ja ähnlich ist, müsste der doch auch unter Wasser mitschwimmen, ne? Schauen wir mal. Bin gespannt. Gleich ist er... Der ist sogar mate-boosted. Also muss hier noch irgendwo einer rumrennen. Aber einer reicht mir. Einer reicht hier vollkommen. Ist hier kein anderer.
Wer weiß. Vielleicht sind da oben auch die Pflanzen. Oder. Nö. Hätte ja sein können, dass dann irgendwas mit runterfällt. Das wäre halt auch nochmal so eine Sache. Wenn man von Bäumen was bekommt. Oh, da ist er. Tada! Okay, jetzt haben wir einen Affe. Sehr schön. Mesopithecus gezähmt. So, sollten wir den Bären mal ins Inventar packen. Zack, zack. Schmecken lassen. Puh. Ja, da bin ich jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, wenn der stirbt, bin ich super traurig. Der war eh nicht geplant. So, jetzt. Schauen wir mal. Ist da unten irgendwie... Ich sehe jetzt hier nichts im Wasser. Klippenspringen! Huhuhu! Platsch. Sehr gut. Oh, wir landen ja weit unten im Wasser. Okay, Sauerstoff verbrauchen wir auch kaum. Der Affe, der sitzt noch auf unserer Schulter. Das ist sehr schön. Das hat schon mal super geklappt. Ja, ich habe mich mal belesen und weiß jetzt, wo es, also wo es Lithiumperlen gibt. Ich weiß jetzt, wie die aussehen hier. Das sind nämlich Muscheln hier an den Klippen unter Wasser. Da sind sie. Da sind die Muscheln. Nur aufpassen, hier sind auch viele Aale und sowas unterwegs. Und da kann man nämlich die Perlen draus sammeln. Seht ihr? Tada! Bekommt man noch Fischfleisch mit dazu. Und ja, wie gesagt, halt die Perlen. Da brauchen wir ordentlich viele. Na komm. Aber ich glaube, da sind hier auch sehr viele überall verteilt. Und jetzt schaut euch das mal an. Wir verbrauchen fast keinen Sauerstoff gerade. Das ist wieder ein Aal. Okay, ich muss nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht unbedingt in die Range der Zitteraale kommen. Beziehungsweise von irgendwas anderem Bösen. Megalodon. Ist halt hier überall irgendwas, ne? Das ist so das Problem. Okay, wir gehen mal ein bisschen an die Oberfläche. Fläche. Ganz vorsichtig natürlich. Schauen uns hier ein bisschen um. Und hier könnte man theoretisch doch raus kurz, ne? Ja. Zack. Sehr gut. Sehr gut. Ich schaue nochmal, ob es hier irgendwie welche anderen Pflanzen gibt. Nö. Nö, gibt's nicht. Okay. Chillig. Chillig. Dann. Ja. Wieder ab ins Wasser, ne? Hier spielt sich halt alles wirklich unter Wasser ab. Da ist der Aal. So, ich weiß gar nicht, der Affe mit Oxygen, wenn der auf mir drauf sitzt. Hm. Bis jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Aber es ist auch mal schön hier im Ozeangebiet. Ah, da sind viele, viele Muscheln. Oh, super. Super, Freunde. Also ihr seht, es ist gar nicht so schwer, sich die Materialien vielleicht auch selber zu beschaffen. Man muss nur wissen, wo die sind und wie man die bekommt. Mehr braucht man dazu gar nicht. So. Na komm, her damit. Super, das macht Spaß. Siliziumperlen sammeln. Also hier müssen wir auch unbedingt bald mal hin. Da sind tiefe Unterwasserhöhlen. Da habe ich so Lust drauf. Hier mal ein bisschen mehr zu erforschen. Der Affe macht sogar Unterwassergeräusche. Schön. Richtig schön. Da ist eine Base oben drauf gebaut. Oh. Moser. Ist aber gezähmt. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Was ist das hier eigentlich für eine kleine Insel? Ist es nur eine kleine?
wahrscheinlich so ein kleiner Rettungsschirm, falls man hier irgendwie mal stranden geht. Hier ist sogar ein kleines Häuschen, wo jemand drin schläft. So, was sind das für Pflanzen? Nee, auch nicht. Ich dachte vielleicht, diese Plant Species Y. Dem geht's gut. Ja, man muss ja immer mal nachschauen. Nicht, dass er jetzt doch irgendwie Oxygen verliert oder was weiß ich. Okay. Sehr schön, mir gefällt das Wasser. Mir macht es hier Spaß im Wasser. Noch. Bis jetzt wollte auch noch nichts irgendwie mich fressen oder so. Da ist aber ein Hall, ne? Ne, Diplokaulos, okay. Da wäre ein Glitch. Mal eben schauen. Nicht, dass jetzt hier irgendwas mich frisst. Das wäre doof. Bin noch nicht nah genug dran am Glitch jetzt. Bam! Sometimes it's the most innocent thing that can cause a glitch. You ever notice how it doesn't make any sound when you crack your knuckles in this simulation? Ein Strudel. He kept cracking his knuckles, trying to get the sound he was expecting from real life. Holy. Turns out that cracking your knuckles too much won't give you arthritis, but it will glitch the system if you're persistent. Ja, man sollte nicht so oft mit den Knöcheln knacken, hat sie gerade gesagt. Ich habe nur so halb zugehört, weil da war auf einmal ein Strudel. Wer macht denn da einen Strudel hin? Das ist ja gemein. Aber okay, den haben wir überlebt. Der kam jetzt nicht direkt zu uns. Sehr gut. Ja, hier sind die Riesenschildkröten. Cool. Richtig cool. Aber die wollen wir jetzt nicht. Wir wollen Muscheln. Die hier. Perfekt, wir brauchen auch noch einige. Ja. Oh, da ist schon wieder ein Strudel. Kommt die von unten nach oben? Krass. Da ist ein Manta. Oh, sehr schön. Hier sind wieder Muscheln. Also ihr seht, sie sind eigentlich überall. Es gibt da auch nicht, denke ich, so den Punkt, wo man sagt, okay, hier gibt es Muscheln. Die sind verteilt. Überall verteilt. Könnt ihr überall finden. Und ihr seht's, mit Sauerstoff hätte ich echt gedacht, dass ich da mehr Probleme habe. Aber es überhaupt nicht. Das finde ich cool gemacht. Dass man hier halt auch sammeln könnte, leben könnte, ohne dass man mächtig viel Oxygen geskillt hat. Denn so spart man sich ja auch die Punkte. Die Punkte, die braucht man hier echt für andere Sachen teilweise. Wie viel habe ich denn jetzt? 400. Das reicht mir, glaube ich, noch nicht. Das sind immer noch, da man ja immer drei braucht, pro Electronic, sind das, denke ich, noch zu wenig. Da ist ein Aal. Deshalb schaut auch immer, ob ihr hier irgendwo mal rauskommen könntet zur Not, falls euch hier solche Biester begegnen. Wie der da. Elektrophorus. Davon ist noch einer. Ist hier gerade eine ungünstige Gegend, so wie es aussieht. Naja. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwie dran vorbeikommen. Oha. Hier geht's wieder raus, glaube ich. So halb vielleicht. Ja. Sehr gut. Uns hat nichts verfolgt, aber man weiß ja nie. Man kann nie vorsichtig genug sein in so einem neuen Gebiet. Ich glaube, die Schildkröten sind lieb, oder? Ja. Die war sehr lieb. Nichts gemacht und jetzt haben wir hier wieder unsere Muscheln, die wir suchen. Perfekt. Okay, krass. Das wird so eine Muschelsammlerfolge. Ist doch auch mal was Schönes, oder? Freunde, so seht ihr auch, wo es die Ressourcen hier gibt. Wie man die am besten sammelt.
Und ich finde es eigentlich voll cool, dass man hier wirklich das so chillig machen kann. Die Aale. Ich habe echt super Schiss vor den Aalen. Weil ich glaube, die machen auch ordentlich Schaden dann, wenn sie einen einmal geschockt haben. Eigentlich will ich mal darüber. Kannst du mich mitnehmen, liebe Schildkröte? Passiv 10. Toll, jetzt habe ich kein Fischfleisch, hätte ich mit. Will's aber nicht. Schade, das ist echt schade. Okay, schau mal, was ist jetzt hier im Weg? Kann ich da gefahrlos rüber? Scheint so. Und da sind wieder Muscheln. Ah, oh, sehr schön. Es dauert auch kurz, bis es hier die Fische lädt, habe ich so das Gefühl. Das ist immer mal so ein Punkt, wo dann auf einmal alle Fische da sind. So. Ah, sehr schön. Also wir müssen unbedingt auch ins Ozeangebiet dann mal ziehen. Also ziehen jetzt nicht unbedingt. Vielleicht so eine mobile Base auf dieser Schildkröte. Das sollte ja funktionieren. Okay, hier kommt man nicht hoch. Aber halt schon mal kurz so zum Luftschnappen und Stamina regenerieren, wenn man es bräuchte. Da ist es schon sehr gut geeignet. Okay, also wir brauchen halt echt viel Perlen. Die Aale sind mir zu nah. Die Aale sind mir gerade zu nah. Da sind noch mehr. Wo schwimmen wir hin? Nee, hier ist alles voll mit Aalen. Oh, wow. Habe ich gerade mal einen Rückenschwimmer hier probiert. Wundervoll. Vielleicht sollten wir es doch mal riskieren noch, obwohl. Die sind schon echt direkt dort, ne? Muss nicht sein. Wir finden andere Muscheln. Upp. Da ist halt ein Megalodon, aber ich denke, der wird uns jetzt mal nicht so sehr stören. Ach komm schon! Hier ist es doch schon fast wie eine Treppe gebaut. Ja, sag ich doch. Eine Art kleine Treppe. Nach oben oder unten? Naja. Platsch wieder ins Wasser. Platsch wieder ins Wasser. Naja, egal. Hier ist ein lieber Delfin. Hätten wir uns auch relativ schnell zähmen können. Da ist ein Hai. Hier ist wieder so eine Schildi. Coole Sache. Aber wo ich vielleicht auch mal mit euch hingehe, einfach so mal ohne Klamotten, ohne alles. Dieses Luna-Biom. Also praktisch der Mond. Da war ich noch nie. Das interessiert mich natürlich sehr, wie es dort ist. Habt ihr alle Biome schon gemeistert? Jetzt mal so die Frage in den Raum gestellt. Alle Missionen erfüllt, Bosse gekillt, was es da nicht alles zu tun gibt. Ich schreite da ja eher ein bisschen langsamer immer voran. So ist halt meine Spielweise. Alles schön in Ruhe. Man muss es nicht am zweiten Tag durchhaben. So. Sehr gut. Kommt der Strudel zu uns? Ich hoffe nicht. Komm schon, her damit. Ah, sehr gut. Das war eine richtig gute Muschelgrube gerade. Und hier sind noch welche. Sehr gut. Da ist ein Aal. Jetzt wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich mal hier irgendwo hoch könnte. An Land. Hier vielleicht. Na komm. Ach komm. Na?
kommt hier nicht raus, ne? Okay, dann halt nicht. Ist da gerade jemand? Oder? Ja. Haustier. Ich will eigentlich nur mal kurz stehen, damit ich mich teleportieren kann. Ja. Perfekt. Denn ich bin der Meinung... Oh, war das knapp? 720 sollten erstmal reichen. Freunde, wir sagen erstmal Hallo. Und gehen jetzt wieder in den Schnee. In den Südwesten am besten. So. Arktik. Südwest. Und ziehen uns schon mal was Dickes an. Affe nehmen wir mit. Ist, denke ich, sehr gut. Da haben wir jetzt gleich ein neues Haustier, was wir mitbringen. Und natürlich einen Haufen Siliziumperlen. Das ist halt echt cool. Dann haben wir jetzt so ziemlich alles, was wir brauchen, was wir noch machen können. Polymer brauchen wir ja auch. Aber im Schnee müsste es doch Pinguine geben, oder? Definitiv gibt es irgendwo im Schnee Pinguine. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Kann ich mal so weit von der Base. Da sind wir mit dem Teddy das erste Mal auf Jagd gegangen. Und mal sehen, wie es unseren Baby-Teddys geht. Oh. Steine. Mal eben hier vielleicht, hoffentlich sind wir hier geschützt. Oh. Oh. Krass. Ich war noch nie in so einer Lawine drin. Aber der hat uns gut geschützt. Sehr gut. Ist halt in dem Fall blöd gespawnt, aber macht nichts. Das macht nichts. Da oben ist unsere Base, genau. Das heißt hier rum. Da ein Stück runter, wo die Lawine runtergeht und dann. Genau. Genau die Lawine. Beziehungsweise. Ja, wir müssen schon da hoch dann. Ist schon der richtige Weg, ja. Ja, genau, und da geht's hoch zu unserer Base. Sehr schön. Das ist halt das. Im Schneegebiet hatte ich jetzt nicht so Schiss zu spawnen. Wie im Sumpf. Da kann man eigentlich allem relativ gut ausweichen. Hier waren jetzt auch keine gefährlichen Dinos oder irgendwas. Oder allgemein Tiere. Es war alles ganz chillig. So, und da sind wir wieder da. Da ist unser riesen übertriebenes Tor, nur für unser Mammut gemacht. Ach, Freunde, ich bin zu Hause. Home, sweet home. Wir haben Geschenke mitgebracht. Und wie geht's euch, ihr Kleinen? Denen geht's gut. Sehr schön. Die haben auch noch genug zu fressen drin. Ach, perfekt, perfekt. Unseren Affe setzen wir jetzt gleich mal hier ins Haus. Supi. Und die Siliziumperlen packen wir jetzt gleich mal hier. Alles, was wir gesammelt haben. Direkt da rein. Fisch, Fleisch können wir mit in den Futtertrog packen. Das kann auch gefuttert werden. Ah, sehr schön. Leute, wir haben es geschafft. Das heißt, das nächste Mal kann es dann richtig losgehen mit Fabricator und allem. Vielen, vielen Dank euch heute fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.